Ja, hallo. Wir sind mal wieder bei einer deutschen Ausgabe der wisdomfactory.net. Und heute möchte ich mit Frank Behrens sprechen. Ich habe mit ihm die letzten 2 Jahre, so lange ist es, glaube ich, schon her, mich regelmäßig getroffen, uns über wichtige Dinge auszutauschen. Wir haben uns früher schon in integralen Konferenzen getroffen, aber der Auslöser für unser ständiges Austauschen war ULAB, nicht? Otto Ja. Sharma. Und in diesen Gesprächen taucht immer wieder auf Pocket-Projekt. Ja. Und jetzt wollte ich doch mal fragen, was das ist. Es interessiert mich und vielleicht interessiert es euch auch, die ihr dann zuhört. Aber bevor wir das machen, kannst du ein bisschen was über dich erzählen, so? Ja, hallo Heidi, schön, dass wir das machen können. Und dieses Thema ist mir ganz nah am Herzen. Ja, ich bin eigentlich Verfahrensingenieur und habe mein ganzes Leben mit Technik zu tun gehabt und irgendwann Tiefen gesucht. Und da bin ich auf Ken Wilber gestoßen, so um die Jahrtausendwende. Da viel Ken Wilber gelesen, dann irgendwann Menschen getroffen, die damit zu tun hatten, dann auch du dazu gehörtest und du gehörst ja und bin dann vor 10 Jahren auch auf den Thomas Hübel gestoßen, weil ich, was ich im Integralfeld gelernt habe, Shadowwork machen müsste, weil ich eben die Dinge, die ich selber nicht sehen kann, die mir aber sozusagen in meinem Zugang zur Welt behinderlich im Wege stehen können, dass ich die selber gar nicht wahrnehmen kann und dass ich dazu ein Umfeld brauche, das mir das bewusst werden lässt. Und irgendwann war dieser Impuls da, bei einem Retreat in der Toskana. Und eine Woche später war ich dann eingeschrieben bei Thomas für ein dreijähriges Training. Genau, und das verbindet es auch gleich zum Pocket Project, weil das Pocket Project ist ja ein Projekt, das eine Idee von der Frau von Thomas ist, von der Judith. Und Thomas hat das dann, hat die Struktur dafür gebaut und entwickelt das weiter mit ihr zusammen und jetzt inzwischen einem Team. Ja, und kannst du noch mal kurz was über Thomas Hübel sagen? Ich meine, ich kenne ihn, viele werden ihn auch kennen, aber viele vielleicht auch nicht. Wer ist Thomas Hübel? Ja, Thomas Hübel ist ein zeitgenössischer mystischer Lehrer. Und hat selber 4 Jahre Meditationsretreat gemacht, ein eigenes, persönliches, und ist da wohl an Bereiche gekommen und hat eine Öffnung erlebt, die wohl auch permanent ist. Also eine Stufe ist für ihn, auf der er permanent ist. Und das ist auch, und das ist, da wird es für mich dann immer keine Erzählung, sondern meine persönliche Erfahrung. Ich habe jetzt 10 Jahre sehr viel mit ihm erlebt und er scheint tatsächlich einen Zugang zu haben, der permanent für ihn zugänglich ist, von wo aus er mit der Welt in einer anderen Weise im Kontakt ist, als mir das zum Beispiel möglich ist. Ich kriege durch ihn manchmal so eine Idee. Ja, woran merkst du das so? Tut sich das in der Ich Ausstrahlung merke zeigen? das ja in der Ausstrahlung. Manchmal in einer Berührung von einer Liebesfähigkeit zum Beispiel, die aus einer anderen Ebene zu kommen scheint. Oder auch, und das sieht man ganz viel in diesen 1-zu-1-Prozessen, also sehe ich das immer wieder, dass er Dinge sieht und Dinge ansprechen kann, die für mich hinterm Horizont liegen. Aber dadurch, dass er sie anspricht und dann in den Menschen oder auch in mir eine Stelle berührt, die hinter meiner Bewusstseinsebene liegt und dadurch wie hochgeschwemmt wird und sichtbar und fühlbar wird, daran, er könnte da gar nicht so präzise hingehen und das präzise so einladen, sichtbar zu werden, wenn er das nicht permanent sehen könnte, wenn der Raum dafür bei ihm nicht da wäre.
Das kann ich auch nur so sagen, weil ich merke, dass in diesen Jahren bei mir auch mehr Raum entstanden ist, in dem mehr von dem auftauchen kann, was in mir passiert und was in anderen passiert. Und da habe ich eine Ahnung davon, dass es irgendwie so damit zu tun hat. Ich möchte das nicht gerne definieren und das ist so, sondern eher so von meinem Erleben und meiner unmittelbaren Erfahrung sprechen. So, in den 3 Jahre Training, was habt ihr da gemacht? Die 3 Jahre Training sind eigentlich Basics, das heißt Timeless Wisdom Training. Das ist eigentlich ein Selbstbewusstwerden und eine permanente Einladung aus dem der Selbstdefinition, das ist so nur mein Begriff auch, Selbstdefinition in ein Schauen zu kommen, das doch was anderes als das ich mich selber definiert habe, um in der Welt zu existieren, auch möglich ist. Das ist mal eine sehr weite Definition, die ich für mich gemacht habe. Das ganze Training ist so strukturiert, dass es erstmal im ersten Jahr ging es um persönliches Kennenlernen, aufräumen sozusagen, reinigen, indem man eine Wahrnehmungsübung macht, dass wir einander wahrnehmen, da werden immer Triaden gemacht, da werden zu allen möglichen Themen, kollektiven Themen oder auch persönlichen Themen, Mutter-Vater-Thema, was alles Lehrer, Projektion auf eben Thomas selber auch als eine Person, die da vorne ist, solche Themen tiefer angeguckt. Und die Strukturen, die in uns selber sind, sichtbarer gemacht. Und das ist natürlich ein Prozess über ein Jahr. Das kann man nicht einfach so vorziehen und es ist erledigt, sondern es kommt ja so Bit by Bit, kommt das so und muss immer verdaut werden. Da sind ja auch immer Zeit dazwischen. Die Struktur ist, dass man eine Triade hat, mit der man sich wöchentlich trifft, um die Dinge weiter zu bearbeiten. Das war so das erste Jahr. Und das zweite Jahr, da ging es dann mehr um die Wirksamkeit in der Welt. Wie bin ich im Beruf? Wie habe ich Projekte? Kann ich die Projekte manifestieren? Und wo bleibt es hängen? Und solche Dinge, die wurden dann auch immer mit diesem gleichen Setting, einen Prozess aufmachen, Prozess begleiten, Prozess wieder zumachen, in zum Teil auch wöchentlichen Treffen, also dass wir uns eine ganze Woche getroffen haben. In der ganzen Gruppe von 150 Leuten oder 120 waren wir, glaube ich, wurde dann dieser Bereich abgedeckt. Und das dritte Jahr, da ging es mehr um mystische, um meinen Zugang, mein Zugang zu Gott, also zu etwas Größerem, worin das Ganze hier zu erscheinen scheint. Und das war live oder war das auch online schon? Es war alles live. Also in meiner Zeit, das war 2012, ging es los und 2015 war es dann fertig. Aber wie kann das sein? Ich meine, mittlerweile ist ja Thomas Hübel in der ganzen Welt, da kann er nicht überall Live-Kurse machen. Oder wie lief das? Ja, zu der Zeit gab es das USA noch gar nicht. Das fing, glaube ich, gerade an. Mhm. Also das TBT, die Core Group in den USA gab es zu der Zeit noch gar nicht. Das ist dann parallel dann irgendwann gekommen und beim nächsten TBT. Was heißt TBT? Was heißt das? Timeless Wisdom Training. Ah, okay. Mhm. Ja. Dann hat er das parallel gemacht in den USA und in Deutschland. Und jetzt hat er ein internationales, das neueste TBT ist ein internationales, das ist ein Teil in den USA. Viel davon findet, die ganzen gemeinsamen Treffen finden online statt. Und dann finden Präsenztreffen in Deutschland und in den USA statt. Mhm. Also eine Kombination ist das. Schön. Das ist also jetzt das grundlegende Training. Was hat es für dich ergeben erstmal? Ja, ich habe also den Eindruck, ohne das wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich habe dadurch tatsächlich das ist ein Reinigungsprozess gewesen. Das, was ich wollte eigentlich, ich bin ja zu Thomas gekommen, weil ich Shadowwork machen wollte. Und genau das ist passiert und ich bin heute in einer Sangha, in einer Community drin, die durch die transparente Kommunikation, die ja Thomas da entwickelt hat, eine Art miteinander zu sein, zuzuhören,
und dann aus der Wahrnehmung was zu teilen, wenn es eingeladen ist und angemessen ist. Und vor allem, es geht ja darum, die andere Person so in mir, auch dich, also dich jetzt so in mir, wir haben das ja schon oft genug gemacht, so in mir auftauchen zu lassen, ja, dann kriege ich ja mit, auch was möglicherweise bei dir jetzt ankommen kann und was eben jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist. Und das haben wir so viel geübt. Das ist ein ganz wesentliches Element, woran ich auch immer wieder sehen konnte, wo meine Wahrnehmung beschränkt ist. Also da sind ja irgendwelche Strukturen in mir, wo manche Dinge, die du sagst, bei mir irgendwie keine Resonanz haben oder überhaupt nicht ankommen. Tja, irgendwas sollte ja eigentlich wohl ankommen. Wenn da nichts ankommt, ist das ja irgendein Bereich, wo ich nichts wahrnehme. Mhm. Was ist denn da los? Das heißt ja nicht, dass da nichts ist, sondern das heißt ja nur, dass erstmal ich an der Stelle nichts oder nur sehr wenig wahrnehme. Und das zu untersuchen. Das geht dann super, wenn ich das wahrnehme und dann merke, da fühle ich nichts und dann mit einem meiner Triadenpartner da mal in Kontakt gehe und sage, ich habe da eine Stelle, wo ich nichts wahrnehme. Und wenn du dann jetzt da hinschaust, dann kann sein, dass du da was wahrnimmst und mit mir an der Stelle bist und dass diese Stelle auf einmal wie ein bisschen Sonnenlicht bekommt. Genau. Und dass dann auf einmal aus der Stelle eine Traurigkeit oder irgendwas auftaucht, wo vorher nichts wahrnehmbar war. Und das ist für mich so dieser Effekt, den ich körperlich erlebe, dann auch körperlich erlebe ich ja wie so ein und dann auch auf der emotionalen Ebene passiert dann gleichzeitig was. Das ist wie ein Erwachen an einer Stelle, wo alles vorher taub war. Mhm. Ja. Ich überlege mir jetzt gerade, wenn wir so miteinander umgehen könnten und aufeinander uns einstellen könnten, sodass man mehr oder weniger am eigenen Körper erleben kann, was der andere, was beim anderen los ist. Was für eine Welt wäre das? Hm. Könnten wir da noch Krieg machen oder irgend so einen anderen Quatsch, den wir die ganze Zeit hier so produzieren? Ja. Ja, das ist auch ein Satz von Thomas aus dem TWT noch, also aus den ersten 3 Jahren, so präzise und so erschütternd, der Satz, wenn ein Vater sich selber und seinen Sohn fühlen würde, würde er ihn niemals krankenhausreif schlagen können. Und das passiert ja in der Welt. Es liegt aber nur daran, und auch die Kriege, wenn wir uns selber nicht fühlen, wir uns abgestumpft haben, dann sind solche Sachen möglich. Und ein Effekt davon ist, und das ist eben der ganze Lernprozess oder auch dieser Entwicklungsprozess darin, wenn ich anfange zu fühlen und wahrzunehmen und immer mehr wahrzunehmen, brauche ich ein gutes Regulierungssystem, damit ich und mein Nervensystem nicht überwältigt wird davon, weil es einfach zu viel ist. Ich nehme so viel mehr Details wahr, die mich erschüttern, die mich tief berühren, die mich so erfreuen. Und ich merke oft, dass ich da atemlos werde oder ich musste über lange Zeit üben und lernen oder erstmal auch erkennen, dass ich mich da nicht regulieren kann. Dass ich meine Regulierungsfähigkeiten irgendwie abgeschaltet habe irgendwann. Und nach, und das glaube ich, jetzt funktioniert es ein bisschen besser schon. Ich habe jetzt mal, wir hatten ja jetzt gerade die Core Group Treffen und ich habe das erste Mal nach 2 Jahren online, was ich sehr genossen habe, weil eben dann nicht so viele Leute da waren, war ich in der Gruppe mit, wir waren fast 300 Leute und ich habe es nicht mehr so erlebt wie früher, dass ich von der Menge der Menschen und der Intensität so überwältigt bin, dass ich so müde wurde immer zwischendrin. Ich war wach. Ich hatte tollen Austausch, ich habe auch nicht so viele Menschen gehabt, mit denen ich in Kontakt war, aber die da waren, waren sehr, sehr intensiv. Und ich habe mich so wohl gefühlt, so aufgehoben, also tatsächlich so wie eingebettet. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Das heißt, irgendwo habe ich das Gefühl, dass bei mir so ein Regulierungssystem
wacher ist und irgendwie viel so ein bisschen intuitiv automatisch funktioniert jetzt. Ja, das ist sehr schön, denn man muss das wirklich, glaube ich, lernen. Ich gehe an meine eigene Geschichte als Enneagramm 4 Self-Preservative, habe ich gelernt, Gefühle komplett wegzubeamen, also drüber wegzugehen. Und weil sie zu überwältigend sind, das dachte ich später. Und ich musste erst lernen, überhaupt wieder die Gefühle zuzulassen und immer langsam. Und es ist noch immer der Prozess, ne? Dass man immer bis an die Schwelle gehen kann, wo man nicht überwältigt wird oder dann verrückt spielt oder sowas. Ne? Oder dass das immer ein bisschen mehr zulassen, bis es so ist, dass man die ganze Komplexität erlauben kann. Ne? Ja, genau. Und was die ganze Komplexität ist, das können wir gar nicht wissen. Ne? Es ist dieses ongoing process. Da gibt es kein Fertigwerden da drin. Das ist ein immer wieder erkennen, ein immer wieder überwältigt sein. Dann merke ich auch, da bin ich wieder manchmal, auch in meiner Beziehung ist das natürlich immer auch da. Klar, bin ich immer wieder an der Stelle so getriggert, dass ich so schrumpfe und gar keinen Raum habe für das, was passiert. Na gut, dann braucht es. Und meine Partnerin ist eben auch in dem Feld und wir üben das miteinander und deswegen unterstützen wir uns da sehr stark drin und verrennen uns auch in uns ineinander manchmal wieder, immer wieder. Aber es ist wirklich sichtbar, dass dadurch, dass wir das beide wollen, diese Zeit dazwischen, bis wir wieder uns fangen und uns wieder fühlen und sehen können, immer kürzer wird. Das ist schön. Ja, das berührt mich. Das rieselt richtig hinunter, wenn ich merke, dass das perfekt. Ja. So was stelle ich mir unter Integral Relationships vor, ja. Das ist übrigens das Seminar von Martin Utschek in Berlin 2012, wo ich meine Partnerin kennengelernt habe. Er freut sich, wenn durch seine Lehren sich die Menschen kennenlernen. Ja. Als ich ja noch mit Marc war, hat er gesagt, also ihr seid ja sicher auch so, aber wir haben ihn nicht durch ihn kennengelernt, sondern... Ja, jetzt suche ich nach einem Partner, mit dem ich das üben kann. Das wäre schon schön. Ja. Heute ist der 4. Todestag von Marc. Den werde ich heute Nachmittag mit ein paar Leuten feiern. Wie sagt man denn da? Erinnern oder segnen vielleicht. Ja, genau. So schön. Ja, Marc, der ist ja auch in meinem Herzen, den kenne ich auch. Ja gut, für die Leute zu sagen, ist die Aufnahme, die wir jetzt machen, ist der 30. Juni 2022. Warst du eigentlich vor 4 Jahren in Hamburg, in Hungary, in Ungarn bei dem Konferenz? Wir haben uns das hier, die Konferenz vorher in Ungarn getroffen. Vor 4 Jahren, ich war zweimal da. Ich war einmal in Budapest. Und dann war ich da unten am Balaton. Genau, ja. Warte mal. Dann warst du das letzte Mal wahrscheinlich dann auch nicht da, denn ich habe noch ein Bild mit dir, wo man oben in Budapest runterguckt auf den Fluss und da bist du drauf. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen Abschweifen in die gemeinsame Vergangenheit. Wir wollten ja über die Pocket-Projekte sprechen. Du hast jetzt so insgesamt gesprochen, was diese Lehre, wenn man das Lehre nennen will, es ist ja eigentlich mehr ein Erfahrungsweg, nicht, als eine Lehre, was die so beinhaltet. Und was ist jetzt dann ein Pocket-Projekt? Weil du hast immer wieder gesagt und jetzt bin ich gespannt. Ja, das Pocket-Projekt, das geht eigentlich auch auf die Polyvagal-Theorie, glaube ich, etwas zurück. Also, dass die Erkenntnis, dass unsere Nervensysteme sich miteinander regulieren. Das heißt, wenn ich einen Schrecken bekomme und du bist da und du verbindest dich wirklich tief mit mir, dann stellst du meinem sich zusammenziehenden und verkleinernden oder verringernden oder überforderten Nervensystem für eine Zeit dein Nervensystem, weil du nicht getriggert bist, zur Verfügung. Und ich kann mein Nervensystem über dein Nervensystem regulieren. Äh,
Es sei denn, ich wäre auch getriggert, ne? Ja, klar, genau. Genau. Und das ist eben der Punkt. Wenn das dann mehr sind, wenn wir dann 4, 5, wenn wir 10 oder 300 oder 1000 wären in einem Kontext, die ein Bewusstsein davon, ein Training darin haben, dann kann man das wie ein Pocket, wie ein Gefäß ersehen, in dem dann Themen, kollektive Themen, lass uns mal den Zweiten Weltkrieg nehmen, und Thomas hat das ja hier in Berlin auch schon gemacht, vor vielen Jahren, mit 1000 Leuten in einem Stadion, den Holocaust einzuladen. Und wenn das in einer gut geführten, strukturierten und bewussten Weise gemacht wird und genug Nervensysteme da sind, die trainiert sind und wissen, wie sie das anfühlt, wenn kollektive Themen hochkommen und auch in anderen Menschen sehen und sich mit dem verbinden können, wenn das in anderen Menschen auftaucht, dann ist das wie ein Pocket, das ist wie ein Gefäß, in dem sowas dann möglich wird. Solche kollektiven Themen anzuschauen oder wirklich anzuschauen, heißt ja nicht, dass man da hingeht und sich ein Bild anguckt. Ja, sondern das heißt ja, dass wir dafür, für das, was da zu der Zeit, und so definiert der Thomas auch Trauma, dass das, was da zu der Zeit überwältigend war, hier an der Stelle festgehalten ist und unbeweglich ist und zum Beispiel taub ist, hinter einer Taubheit, einer Gefühlslosigkeit, sagt auch mal eingefroren ist. Und wenn das einen Raum gibt, wo viele Nervensysteme offen sind, ja, dann ist das wie so eine Wärme, die an den Platz geht. Und dann kann man so ein Thema mal ansprechen und dann kommen die ganzen, also kommen von den gefrorenen Sachen, ein paar tauen sich dann an und dampfen so ein bisschen aus und mit denen kann man sich befassen. Und das braucht viel Achtsamkeit und Thomas ist da extrem, meiner Meinung nach, extrem achtsam und behutsam damit, um nicht das passieren zu lassen, was wohl sonst auch gern passiert, dass da was aufgemacht wird und das nicht gehalten werden kann. Und das führt zu einer Retraumatisierung. Das heißt, der Schrecken, der da ist, der wird nochmal wieder erlebt, der wird wieder nicht, kann wieder nicht in Kontakt gehen, findet wieder keinen Raum, in dem der groß genug ist und zieht sich wieder in das gleiche Loch zurück. Und kommt wieder darüber, nie wieder. Ne? Und das steht dann davor als Wächter. Um das eben nicht zu machen, braucht es ganz viel Bewusstsein, ganz vieler, die dann in deren Mitte sozusagen etwas auftauchen kann. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ich gehe dann dahin und das machen wir das und kümmern wir uns um das Trauma, sondern es kann immer nur eine Einladung sein. Und es zeigt sich dann das, was ich zeigen kann und das kann man dann bearbeiten und dann im besten Fall durch die Prozesse, wenn sie durchgeführt sind, eine gute Struktur ist, integrieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du sprichst von Prozessen. Jetzt hast du ja drüber gesprochen, was da passiert. Aber was passiert wirklich? Also was für Prozesse sind das? Sind es Aufstellungen? Was ist es? Welche Tools habt ihr, um diese Prozesse zu führen? So ein typischer Ablauf, da gibt es eine Struktur für, die heißt CTIP, die heißt Collective Trauma Integration Process. Die ist jetzt entwickelt worden, während das Pocket Project gibt es jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren. Das erste Training in Israel, es war ein Jahrestraining, das ist, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren gewesen. Und dann gab es danach eine nächste Testphase, ja so ein Entwicklungs-, das ist ja nichts Fertiges, das ist eine Idee gewesen und jetzt entwickelt sich die Struktur und entwickelt sich immer mehr was darum. Da wurden Pockets eingeladen mit Facilitatoren und mit Trainees
und Leuten aus dem Feld. Das waren Pockets. Pockets heißt? Ja, als Pocket wird immer wie so eine Gruppe von Menschen, die sich zu einem Thema in dem Fall oder zu einem Land gerufen fühlen. Also da gab es Kolonialismus, da gab es in den USA Rassismus, White Supremacy, da gab es kollektives Trauma in den Ländern, in den einzelnen Ländern, Deutschland, Österreich, Argentinien und so weiter. Und die haben sich dann ein halbes Jahr lang immer wieder getroffen, einmal im Monat, glaube ich, oder so, 10-mal oder so, und dann sind sie dem Thema immer näher gekommen. Und der Ablauf ist dann jetzt in den Pockets war das ein bisschen über in die Länge gezogen, dieser ganze Prozess des Collective Trauma Integration Processes war über die Zeit gestuft und es wurde ja auch probiert, wie das Ganze geht, vorsichtig. Ansonsten ist der Prozess immer so, dass erstmal wird eine Kohärenz geschaffen mit der Gruppe, weil die Gruppe ist ja meist inkohärent. Das sind verschiedene Menschen, die kommen von irgendwo mit verschiedenen. Jetzt muss man da erstmal eine Kohärenz schaffen, indem man sich kennenlernt. Da macht man so Kennenlerntriaden und ein Thema rein, wie geht's dir? Oder was hast du da erlebt? Oder was bringt dich her, dass wir voneinander hören? Dann wird dann nachher immer im Plenum eine Integrationsphase gemacht, wo die Stimmen, die ganz wichtig sind, noch gehört werden. Dass man möglicherweise, wenn Sachen schon berührt sind, die tiefer gehen, damit auch, wenn es gewollt wird, einen kurzen Vertiefungsprozess macht und sagt, ah, da liegt ja noch was dahinter, dass die Gruppe lernt, miteinander so ein Vertrauensfeld zu schaffen. Ja, wir können uns zeigen immer mehr und es ist gut gehalten. Und das war am Ende der Pockets, die wurden wissenschaftlich begleitet, auch erstaunlich, dass die Leute zum Teil sagten, ja, ich fühle mehr Angst und ich fühle mich sicherer als am Anfang. Genau. Und dann sieht man, das ist der Effekt darin. Wir können mehr zulassen und wir fühlen uns sicherer. Das ist doch erstaunlich. Ja, es ist genau umgekehrt, als man so intuitiv denken würde, dass um die Angst zu vermeiden, darf man gar nichts machen, muss man sich am besten zu Hause verkriechen und gar nichts mehr tun. Und stattdessen, wenn man, sagen wir mal, sich die Angst anschaut, beziehungsweise das, was die Angst auslöst, sich damit befasst, dass die dann möglicherweise größer wird, zum Teil auch kleiner. Das kommt darauf an, was das für Objekte sind, ne, die Angst machen. Man merkt zum Beispiel, dass eben der Tiger nur eine Katze ist, wenn man genau hinguckt oder so. Ja. Oder man merkt, dass der Tiger also ein super Tiger ist. Und ja, einfach allein, dass man es ist meine Erfahrung im Leben, dass man genau hinguckt und was ich jetzt die Wahrheit nenne, die Wahrheit erfährt, und da kann sie noch so schrecklich sein, aber es befreit, man fühlt sich sicherer, weiß ich jetzt gerade nicht, aber doch, es ist eine Art von Sicherheit, weil du dann ja nicht mehr überrascht werden kannst von irgendwas, was in deiner Illusion da so vor sich hingeschwebt hat, ne? Sondern du weißt, das und das ist auf der Welt los, zum Beispiel jetzt, ne, die Situation. Ja. Und dann will ich die Augen nicht zumachen, sondern gucken. Und alles für möglich halten, was eben möglich ist. Und wenn dann das eine oder andere eintritt, dann sagst du, aha, okay. Und es macht dann nicht mehr diesen Schock, nicht? Wenn du vorher schon dich damit auseinandergesetzt hast. Und dieses Auseinandersetzen ist ja auch schwierig. Aber so wie du das erzählst, wenn es in der Gruppe geschieht, bist du ja nicht allein. Und da hast du ja Unterstützung und dann hält dich jemand, wenn du zum Beispiel an der Realität verzweifeln willst, nicht? Und kann das wieder einordnen in ja, Kontext jetzt, halt, oder ich weiß nicht, wie genau. Es ist. Genau. Der Prozess ist so, dass eigentlich irgendjemand, der mit dem Thema reinkommt, der ist ja irgendwo, da ist ja irgendwas in dem Ganzen so aufgewühlt worden, dass das reinkommt. Das Thema, was oft reinkommt, ist nicht das Thema, um das es geht. Es liegt ganz oft noch was dahinter, was tiefer liegt, was ich vorhin sagte, das ist irgendwie aus dem
aus dem hinterm Horizont von der Person rausgeholt wird, dass sich ab das vorne zeigt, sozusagen in der Traumastruktur, in den Vermeidungsmustern, in den üblichen Ängsten. Und wenn man, wenn das tatsächlich in der Gruppe passiert, dass das, Thomas ist ja virtuos drin, dass das erstmal gesehen wird, dass das erstmal da sein kann, dass wir das dahin spüren und dann mit dem Einverständnis der Person, wenn es denn sich ein bisschen beruhigt hat, nochmal eine Stufe tiefer gehen können. Und dann Ebenen hochkommen, die vorher noch gar nicht sichtbar wurden, auch wieder so eine Welle kommt. Und wenn das dann ein großes Feld ist, das genug Nervensystem zur Verfügung stellt und wirklich präsent da ist, dann geht dieser Prozess möglicherweise noch mal eine Stufe tiefer. In der ganzen Gruppe. Und das heißt ja dann, das ist ja nicht, das ist, passiert natürlich in und mit dieser Person und im Austausch mit, in dem Fall Thomas, aber es passiert in der ganzen Gruppe bei allen was. Und das trägt zu dieser Sicherheit bei. Mhm, ja. Ich habe das ja mal erlebt, du hast mich mal eingeladen zu so einem öffentlichen Prozess, wo er erst einmal geredet hat, aber dann anschließend die Fragen beantwortet, beziehungsweise so Mini-Prozesse geführt hat mit den Leuten. Und das fand ich schon sehr spannend, sehr effektiv ist nicht ein schönes Wort, aber sehr... Ja, präzise ist das. Ja, man hat es gespürt, dass da sich was bewegt und dass da was passiert. Und das ist der Punkt, Heidi, das ist genau das, was wir ja trainieren, dass wir das mitkriegen, dass wir da mitgehen können, weil das passiert ja was in deinem Nervensystem, das haben wir ja auch ein paar Mal schon miteinander erlebt. Oder ne, wenn du dich dann auf mich einstimmst und dann wirklich da bist und ich irgendwas habe, ein Thema, was mich schwer beschäftigt oder wirklich, und du da bist mit mir und ich auf einmal eine Stufe tiefer sinken kann und du diese Bewegung mitkriegst in mir, nicht denkend, sondern wahrnehmend. Danach Worte draus zu machen, das geht immer. Die müssen aber mit dem, was wahrgenommen wird, in Verbindung sein, sonst gibt es eine totale Verwirrung. Ich würde fast sagen, das ist fast so eine Art Intuition. Es ist noch mehr wie Wahrnehmen eigentlich. Also ich weiß nicht, was du unter Wahrnehmen verstehst, aber für mich ist es nicht nur, ja, ich weiß auch nicht, was ich drunter verstehe. Ja, aber Wahrnehmung ist für mich ein Wort, dass also Körpersensations, Emotionen und Verstand sozusagen alles auf einem Schirm hat. Mhm. Und möglicherweise sogar auch noch der Impuls, also die Idee, die dich ins Leben bringt oder mich ins Leben bringt, auch noch, dass alles das auf einem Schirm auftaucht, kohärent miteinander. Das würde ich als Intuition bezeichnen, als meine, was ich, wenn das bei uns so gewesen ist, dass ich intuiere, was mit dir los ist. Aber ich gehe nicht durch die ganzen Kategorien durch. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was so. Das ist einfach da. Ja. Und daraus ergibt sich dann das. Müssen wir uns über diese Begriffe einfach nur einig sein. Ja, weil Vivian Wittner zum Beispiel verwendet die Intuition wieder anders. Mhm. Macht eine Unterscheidung zwischen Inspiration und Intuition. Und Intuition basiert immer auf dem, was schon erfahren ist. Ist aber ein nicht kognitiver Prozess, der aber irgendwo im Nervensystem stattfindet und der basiert auf ganz, ganz viel schon Erfahrenem und baut daraus auf eine neue Situation eine beste Umgangsmöglichkeit. Ja, und wenn mit dem, was du gesagt hast, wäre eigentlich dann die Intuition dessen, was du aus, wie du Wahrnehmung beschrieben hast, was du da herausfilterst und entsprechend dann erlebst bzw. präsentierst und dann darauf, weißt du, wie eine Vereinigung all dieser Impulse aus den verschiedenen Wahrnehmungszentren und sozusagen eine blitzschnelle Reaktion darauf. Ja. Genau. Und es ist auch das, was auch der Witness ist eigentlich beim also in den, Ken Wilber spricht da ja viel vom Witness. Wer ist der, der das mitbekommt? Das ist ja dieser Bildschirm, wo steht denn der? Ja, und, gut. Ne, wer sieht denn das? Und da kommen dann möglicherweise noch andere Informationen mit dazu, zu der Situation. Ja.
Ja, okay, da kann ich was mit anfangen. Aber nicht jede Intuition ist Witness. Aber das in dem Fall ja. Okay. Genau, ich würde sagen, dass die Intuition im Witness auftaucht. Ja, Und ja. damit ist es Teil der Information und Teil dessen, was das System, was ich betrachte, oder wie sich das in mir abbildet. Das ist ja auch nochmal, muss man ja immer sehr vorsichtig sein, weil ich bin ja nicht schattenfrei. Ich gucke ja auch durch meine Brille auf dich und denke, ich sehe dich richtig, aber ich sehe meine Finger hier. Ja. Genau, das ist auch das finde ich auch, das ist so eine demütige Haltung, wo ich immer weiß, dass ich durch meine Brille schaue und dass ich niemals weiß, ob diese Brille jemals irgendwann so durchlässig ist, dass ich dich wirklich in mir abbilden kann, so wie du erscheinst. Weiß ich nicht. Ja, und meinst du, das ist wirklich nötig? Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Nö, nö, das ist eine Frage, weil die andere Seite davon ist, ja, ich bin jetzt schon so gereinigt und ich habe mich so geklärt und so, und ich sehe dich ganz brillant in mir. Ja, woher weiß ich denn das? Genau. Das ist der Und wenn solange spirituelle diese Frage Bypass. dabei, genau, solange diese Frage dabei ist, ist das für mich eine sehr seriöse und integere Haltung, damit gemeinsam zu sein. Das ist ja auch so nicht, ich weiß, wie es geht und dann zeige ich es dir. Nein, sondern das passiert ja mit uns jetzt in diesem Moment, wenn wir miteinander sprechen, passiert ja genau dieser Prozess, wenn wir uns wirklich zuhören und ineinander auftauchen lassen. Ja, das ist spannend. Und vor allen Dingen, du kommst auch dahin, dass du deine eigenen Überzeugungen nicht mehr so ernst nimmst, ne? Sondern irgendwie, was natürlich manchmal gefährlich ist, weil es von anderen ausgenutzt werden kann, wenn die so ihre eigenen Überzeugungen über dich rüberlegen. Aber Ja, warte mal, Heidi, das ist ja genau der Punkt. Genau das ist ja so eine Stelle, wenn es von anderen ausgenutzt werden kann. Da spricht ja schon etwas aus dir, was da vorsichtig ist, weil es irgendeine Erfahrung gemacht hat. Und jetzt, wenn wir jetzt miteinander säßen, dann würde ich sagen, lass uns dann mal kurz da hingucken. Was kommt denn damit? Das müssen wir jetzt nicht machen, aber das könnten wir. Und dann würden wir da ein bisschen zusammen hingucken, was damit hochkommt. Ja, wir haben noch ungefähr 20 Minuten. Das kannst du jetzt entscheiden, wie du das gestalten willst. Du kannst noch mehr davon erzählen oder wir können sowas probieren. Also ich bin offen für alles. Das ist nämlich auch eine Stelle in mir, die kenne ich gut, wo ich mich dann auf. Lass uns mal versuchen, einfach da ein bisschen miteinander zu diesem Prozess so ein bisschen vorsichtig, weil wir haben das ja miteinander schon geübt, deswegen geht es auch. Dass wir da ein bisschen hinschauen, dass das jemand ausnutzt und was das macht, wenn ich mache das jetzt nicht so präzise, ich bin ja selber kein Therapeut und ich mache das einfach so, wie ich es gelernt habe und dass wir das miteinander so entwickeln, dass es zwischen uns hin und her, dass wir aufeinander schauen, dann kannst du auch, was du bei mir wahrnimmst, dass wir auch immer, das ist ein bisschen anders, als wir das machen. Normalerweise machen wir das, dass es taucht in dir auf und ich bin für dich da. Ich mache das auch gerne, weil wir eben kein therapeutisches Setting haben, dass wir das miteinander entwickeln und gucken. Denn ich glaube, wenn man da wirklich therapeutisch reingehen muss, braucht es ein anderes Commitment. Braucht es eine Rollenklärung. Ja, genau. Ja. Und das haben wir jetzt nicht und deswegen würde ich das nicht so machen. Aber das ist trotzdem, wie das funktioniert, dass wir uns aufeinander einstimmen und auf dieses Thema, weil das Thema in mir ganz groß auch ist, dass wenn ich mich öffne und offen bleibe für andere, dann greifen andere in mich rein. Genau. Und das tut weh. Und dieser Schmerz, guck mal, wenn wir mit dem berühren, merke ich dann, ne? Und ich will jetzt auch nicht gleich sagen, der ist bei dir dann so ein Schmerz, ist bei mir, kommt eine Angst, kommt eine Traurigkeit. Da ist eine Traurigkeit, dann lass uns die einfach zwischen uns beiden sein, ohne dass wir unbedingt definieren, dass es bei dir oder bei mir ist. Also ich fühle auch ein bisschen Ärger, nicht nur Traurigkeit, sondern Ja. wie kannst du nur, ne, nach diesem Motto, so, du musst dich doch verteidigen können und wie kann dann jemand einfach so ein. Das merke ich aber auch, dass es sehr gelernte Verhaltensweisen sind, ne?
die wir so anerzogen bekommen haben. Du musst dich wehren. Von wem? Ist es eine Verhaltensweise, die du dir angewöhnt hast, oder ist es eine Verhaltensweise, die die Menschen, auf die du triffst, haben? Das ist auch noch eine Unterscheidung, eine präzise zu sagen. Ich glaube beides. Ich glaube schon beides. Also in dem Fall denke ich jetzt, dass ich das so gelernt habe. Und weil ich ja auch schon länger dran arbeite und erkannt habe, dass mich das öfters erwischt. Und, ne? Insofern, dass da bei mir irgendwas ist, was ich, sagen wir mal so, ich kann nicht richtig umgehen mit dieser Situation. Entweder wäre ich ausgenutzt oder ich werde hart und werde komisch, ne? Also meine Begriffe nach komisch, aber das ist ja normal, dass man Bedingungen setzt, Chef spielt oder sonst irgendwas, nicht? In der Gesellschaft ist es ja normal und das will ich ja nicht. Und dann kommt die andere Seite, dann ich werde überfahren oder ausgenutzt oder sowas und ich fühle mich hilflos. Und da dazwischen scheint es keine Zonen zu geben, also keine Punkte, wo sich das irgendwie ausgleichen könnte oder Verhaltensweisen, die weder ins eine noch ins andere gehen, sondern die das irgendwie ausbalancieren können. Die habe ich noch nicht gefunden. Also ich mag da zu dem ganzen Komplex, mag ich einen Zugang, der Thomas mir klar gemacht hat. Es ist mir sozusagen nicht angetan worden, sondern ich habe gelernt, mit der Welt, wie sie auf mich zukam, und wenn es für mich zu schmerzhaft war, habe ich gelernt, in einer gewissen Weise umzugehen. Ich habe also einen Prozess in mir entwickelt, der mich zum Beispiel davor schützt, so einen Schrecken nochmal zu erleben. Mhm. Der wie so ein Warnsystem einbaut, wenn ich das Gefühl habe, also ich darf nicht weiter aufmachen, sonst kommt dieses Gefühl von, da greift, das ist schrecklich und das will ich nicht mehr. Und das Warnsystem ist so früh, das kriege ich ja schon irgendwann gar nicht mehr mit. Das ist irgendwann ins Unterbewusste weg. Ja, und alles klappt wieder zu und dann wird man so, wie man eigentlich gar nicht sein möchte. Genau, werde ich rigide und genau. Ja, was ich nicht sein möchte, stimmt ja nicht ganz. Ich will das ja sein, weil ich mich ja schützen muss. Ja, okay, wenn du völlig unbewusst bist, willst du es sein. Aber wenn du anfängst, bewusst zu werden, dann ja. Genau, genau. Und wenn du das Bewusstsein dafür, wenn du jetzt sagst, ich will so nicht sein, dann hast du ja schon einen Geschmack davon, ne? Geschmack. Dass da irgendwas zu kurz kommt. Genau. Und das ist dann wie so eine Sehnsucht danach, dass das doch irgendwie auch anders sein könnte. Irgendwie möchte ich den Kontakt zu einem anderen ja vielleicht doch oder zur Welt oder möchte mit der Welt mehr in Kontakt sein und bin aber generell nicht dazu bereit, weil ich immer Angst vor dieser alten Erfahrung habe. Und da geht es ja los, da fängt das ja an, dass es sich anlöst. Dass das Muster sich anlöst und irgendwie sichtbar wird, irgendwie so langsam in die Hand bekommt. Und dann kann man da kognitiv mit umgehen. Das ist ganz nett, das zu fühlen, was du eben auch gesagt hast, da kommt auch ein Ärger. Dass dieser Ärger gefühlt werden kann und dass du dich diesem Ärger mehr nähern kannst, während ich dir zuhöre und mit dir bin. Und du mitkriegst, dass ich mit dir da bin. Der Ärger, der auftauchen darf zwischen uns, der da sein darf. Dann verfliegt er ein bisschen. Ja. Das kommt dann eine ganz andere Ebene zustande, wenn ich dich mit mir jetzt so fühlen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das beschreiben sollte, aber es ist mehr Gelassenheit. Genau, wenn du es erstmal nicht beschreibst, sondern einfach mehr mit dem Gefühl bleibst und singst. Das ist nämlich wahrnehmbar. Also ich nehme es wahr, dann kann ich da mitgehen mit dir, das passiert in mir. Und Menschen, die das nachher hören hier und sehen, das ist mit drin. Das ist wahrnehmbar, während es passiert hier bei uns. Seltsamerweise ist es im Video mit drin. Für Wahrnehmung, das ist schön. Das heißt ja sichtbar werden, das kann dann auch wieder so eine Schamstelle ein bisschen berühren,
Das A, ja. Auch die kann da sein. Und dann, wie geht es dann weiter? Also jetzt frage ich wieder als Interviewpartner so. Ja. Genau. Wenn wir dem Punkt sind. Genau, jetzt haben wir es ein paar Mal berührt. Das ist auch spürbar. Für mich ist es spürbar. Ich habe es gerade auch erlebt. Ich erlebe es auch und ich bin auch da jetzt mit dir an der Stelle. Und das ist auch so faszinierend. Ich gehe da auch nicht weg. Du kannst diese Frage jetzt stellen, ja. Und ich bleibe trotzdem mit der Stelle in Kontakt, die berührt ist. Also das ist eine Berührung in mir, merke ich. Da ist mehr Nähe zwischen dir und mir spürbar für mich. Du guckst auch noch ein bisschen anders zu mir rüber und ich merke irgendwie so eine Wärme. Ganz schön, ja. Und dieses Erleben, ne, was wir jetzt hier jetzt gerade machen, das in der Gruppe zu sehen und zu erleben, macht bei allen etwas. Und dann ist es wichtig, dass bevor wir weitergehen, dass dieser Prozess auch noch abgeschlossen wird. Entweder, wenn das in der Gruppe ja, nicht passieren kann, dann hat Thomas und in diesen Settings haben wir immer noch sehr fähige, trainierte Assistenten im Hintergrund sind, wo dann diese Person nochmal mit denen in Kontakt gehen kann, um es nochmal zu integrieren, was noch nicht integriert ist, damit wir nicht, weißt du, sowas aufgemacht haben und dieser Menschen mit einer sozusagen offenen Wunde, ja, so sage ich das nicht, Thomas sagt das nie so, dann in die Welt gehen muss, sondern dass das gut in der Person gehalten ist, dass man möglicherweise auch noch Nachfolgetreffen vereinbart, dann treffen wir uns mal einen Tag, zwei Tage, nochmal und schauen nochmal, je nachdem, wie schwer das Ganze ist, ne? Damit das wirklich zur Ruhe kommen kann und der Teil, der sichtbar geworden ist, möglichst integriert wird. Das ist wie ein stabiles Standing in der Welt ist, wenn man aus diesem Kontext rausgeht. Und das ist eben Pocket, ne? Das Pocket ist da, das macht das, da ist man dann Teil davon in dem Pocket, da passiert das dann und wenn das Pocket sich wieder verteilt, auflöst, ob es das wirklich tut, energetisch bleibt es ja immer irgendwie, wohl kann sein, bestehen für eine Zeit, vielleicht löst es sich auch auf, dass dann, wenn die Menschen wieder in ihre Kontexte gehen, sie stabil sind. Wirklich stabil. Wenigstens stabiler, als sie hereingekommen sind, nicht? Also meistens sind sie ja stabil reingekommen und dann ist dadurch, dass da so ein Raum war, Okay. Dass tatsächlich so wieder als ob der Deckel hochgehoben worden ist. Und dann ist was hochgekommen, was vorher stabilisiert war durch die eigenen Verhaltensmuster und Festhalten und Sicherstellen und Wächter. Und auf einmal braucht man weniger Wächter an der Stelle. Auf einmal ist da mehr Freiheit. Oft heißt es auch, dass da sehr viel, und das erlebe ich selber auch, so viel Energie mehr, so viel Offenheit, so viel mehr Interesse an der Welt, ganz andere Kreativität freigesetzt wird, weil die Kräfte, die dieses an der Stelle gehalten haben, auf einmal gar nicht mehr benötigt werden. Ja. Also hat ein großes Potenzial, auch Kräfte freizusetzen, die wir eigentlich in der Welt wahrscheinlich für was anderes brauchen könnten. Oh ja, wir könnten diese Art von Arbeit wirklich gut gebrauchen. Die Frage ist, was ist die Voraussetzung, dass man sowas machen kann? Kann das jeder? Im Prinzip schon. Also ich glaube, das Einzige, was es wirklich braucht, ist ein Ruf dazu. Und das habe ich gemerkt bei den Menschen, die da in diesem Pocket Project sind. Jetzt gibt es ein Pocket, es gibt es ein Collective Trauma Facilitation Training. Das hat gerade angefangen, die erste Kohorte hat gerade angefangen. Die Menschen, die da sind, die haben nicht alle das Training bei Thomas gemacht. Das sind irgendwelche Leute, Coaches, Trainer, Psychologen, Psychotherapeuten und alles mögliche. Und die ganz viel Erfahrung haben, aber die haben einen Ruf danach in sich für eine kollektive Traumaheilung sich zur Verfügung zu stellen. Es ist wirklich ein sich zur Verfügung stellen, es ist kein Machen wollen. Das geht, kann man nicht machen. Das Einzige, was getan werden kann, ist die eigene Integrationsarbeit, Schattenarbeit. Und dann stelle ich das, was ich habe, an Nervensystem zur Verfügung. Darin taucht was auf und das, was auftauchen kann, dafür sind wir da. Das ist so verstehe ich es und in der Haltung bin ich da.
Und mein Ruf ist so, vom ersten Moment an, mein Ruf ist so groß gewesen, dass ich gar keinen Zweifel daran habe, dass ich das mache. Mhm. Und das ist für mich so eine Voraussetzung. Ja. Und wenn man da Interesse hat, da gibt es ja eine Website dazu, pocketproject.org. Da gibt es Informationen, Kontakte. Da gibt es inzwischen ein Team. Das sieht man alles auf der Website. Sehr schön. Ja. Diesen Ruf, das, was ich habe es bislang immer so genannt, das, was ich kann und gelernt habe, der Welt zur Verfügung zu stellen, den habe ich auch ganz stark schon seit längerem, ich würde schon sagen, 10 Jahre sicher. Ich habe ja damals Feminine Power Projekt gemacht, also Coaching und so weiter, und war 3 oder 4 Jahre auch in so einer ganz intensiven Ausbildung, und da hat es auch so einen Shift gegeben. Ja? Der ist dann aber leider eben, wahrscheinlich fehlte da die Spiritualität und dieses, wie du das vorhin bezeichnet hast, dieses wohlwollende Aufeinander hinspüren können, das fehlte so ein bisschen. Das war auf einer anderen Ebene, sagen wir mal, dieses Training. Aber es war immerhin so für mich, dass ich dachte, das wäre ein Weg, meine Energie der Welt so zur Verfügung zu stellen. Aber da fehlt definitiv noch ein bisschen. Und die Arbeit, die wir jetzt miteinander machen, die ist für mich neu gewesen auch, ne? Und finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr, nicht nur wichtig, es ist auch persönlich befriedigend, es ist persönlich wundervoll, also ne, voller Wunder für Miracles und so weiter, und öffnet den Geist, öffnet alles eigentlich, die Wahrnehmung, die was ich vorhin Intuition nannte und so. Und ist in dem Sinne auch keine Anstrengung. So wie du vorhin gesagt hast, du bist dann viel energetisiert, wenn du aus solchen Prozessen rauskommst. Ne? Und so geht mir das auch. Und das heißt also, du stellst dich zur Verfügung. Es ist aber nicht, dass du dann deswegen dich aufgibst, sondern im Gegenteil, du kriegst ja auch was davon zurück. Nicht? Es ist sogar das Gegenteil ist der Fall. Ich stelle mich zur Verfügung und ich merke, je mehr ich in mir selber stehe und als Frank da bin, und Frank ausreicht, dann habe ich die Hände voll und die Welt kann sich daran nehmen und es nimmt keiner mehr was aus mir raus. Ich bin eigentlich total beglückt, wenn ich das, was ich da habe, gebe, wie es hier hat sich ja so ergeben, wie das in die Welt kommen kann, dann, das ist so beglückend. Ja. Ja. Und anstrengungslos. Das ist das. Also, tatsächlich, es ist auch ja, beglückend. Und beglückend heißt ja, das ist irgendwas, wo ich mich lebendig in der Welt erfahre. Genau. Und diese Verstellung, wenn ich dann zurückschaue auf mein altes Leben sozusagen, auf meine Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, bin ich eigentlich aufgewachsen in der Haltung, bloß nicht sichtbar zu sein und für materielle Sicherheit zu sorgen. Das war's. Und bei mir bloß nichts falsch machen, dann immer ganz gut sein. Immer alles können und immer zur Verfügung stehen. Ja. Genau. Der Beziehung immer übertun. Ja. Immer übergeben. Genau. Ja. Oh, das ist so wunderbar, was wir alles erfahren können und wie wir uns entwickeln können. Nicht? Das ist schon toll. Und aus der Entwicklung nicht irgendwie denken, wir sind jetzt King Kong oder sowas, sondern dass man dann im Gegenteil eher eine Bescheidenheit entwickelt, nicht? Das finde ich auch toll. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie können wir das effektiv, um mal orange zu reden, in die Welt bringen? Und du bist ja auf einem guten Weg. Du hast den Menschen jetzt auch gesagt, was sie machen können. Vielleicht kriegst du mich ja irgendwann auch mal dazu. Ich habe halt eine Guru-Phobie. Ja, darum kann man sich ja kümmern, darum geht es ja. Gibt es ja Menschen, die können die Stimme von Eckhart Tolle nicht hören, wenn er das selber liest, und können deswegen keinen Zugang haben zu dem, was er da als Weisheiten bringt. Ja. Tja, könnte man sich drum kümmern.
jetzt laden wir erstmal die Leute, die das hier sehen, ein. Sie Ja. können sich ja auch an dich wenden, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Das, willst du sagen, deine E-Mail oder irgendwas, wo sie dich treffen können? Am besten meine Website, meine neue ist noch nicht fertig. Also meine E-Mail-Adresse ist franco.behrens, B-E-H-R-E-N-S, @web.de. Okay. Und ich freue mich. Ansonsten das Pocket Project, hast du gesagt, .org. Ja. Genau. Und dann, ja, wir hoffen, dass wir ein bisschen eine Inspiration diesmal gegeben haben. Einfach, dass wir auch ein bisschen von diesem Prozess gezeigt haben zwischen uns. Ja. Dank dir. Magst du noch irgendwie, hast du noch irgendwas Brennendes, was man noch ganz am Ende sagen soll? Also meine Begeisterung fürs Pocket Project, die ist sicherlich spürbar und, ja. Einladung an alle, inklusive mich. Genau. Okay. Alle, die davon, sagen wir mal, affected sind oder angesteckt werden. Kontakt ist leicht und das Feld ist offen. Ja, toll. Dann danke ich dir und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Heidi.